Seit 99 Jahren feiern Frauen weltweit den Internationalen Frauentag. Unsere Kolleginnen und Genossinnen der vergangenen Generationen, Mütter und Urgroßmütter, haben viele Kämpfe geführt und einige Erfolge für die Gleichberechtigung erstritten. Sie haben uns aber auch noch ein gutes Stück Arbeit aufgehoben. Und die unsoziale und ungerechte Politik in unserem Land präsentiert uns täglich neue Felder der Auseinandersetzung. Die Kämpfe von Frauen sind wichtiger denn je, damit alle Menschen in würdigen Verhältnissen leben und arbeiten können. Die Frauen, die bei Quelle und Hertie für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze gekämpft haben, unsere Kolleginnen bei Schlecker, die sich gegen die unsichere und schlecht bezahlte Leiharbeit wehren, die Milchbäuerinnen und Hebammen, die für einen Lohn, von dem sie auch leben können, und für den Erhalt ihres Berufes streiken, sie alle verdienen unsere volle Solidarität und tatkräftige Unterstützung. Die Verhältnisse und Bedingungen haben sich in den letzten 99 Jahren verändert. Aber wir Frauen der Fraktion Die Linke wissen, führen wir diese Kämpfe nicht weiter, haben wir die Zukunft schon verloren. Streiten wir also gemeinsam dafür, dass Frauen für gleichwertige Arbeit auch endlich gleich bezahlt werden. Streiten wir gemeinsam dafür, dass Arbeit und Zeit gerecht zwischen den Geschlechtern verteilt wird. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass es viele erfolgreiche Kämpfe von Frauen geben wird. In diesem Sinne wünsche ich uns allen Mut und Stärke und einen solidarischen Internationalen Frauentag 2010.